Herzlich willkommen zum Podcast Magic Brain Kicks von und mit Dr. Maria Hoffacker. In diesem Podcast erfährst du, wie du Kopf, Herz und Bauch richtig fütterst, sodass sie zu deinem inneren Power-Team werden, mit dem du alles erreichen kannst. Herzlich willkommen zum Podcast Magic Brain Kicks. Ja, ich freue mich sehr, Maria. Ich bin begeistert. Ich habe eine wunderbare Interviewpartnerin heute, denn heute geht es um das Thema Zukunft, um das Thema Engagement und wie wir uns ja Flügel und Aufwind, Energie bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes, um das neue Zeit jetzt auch nach diesem Virus dann zu bewältigen, auch wieder mit dieser Energie die neue Zukunft zu gestalten. Ich habe mir eine absolute Fachfrau eingeladen und ich begrüße ganz herzlich Dr. Annabel Ternes von Hartburg. Herzlich willkommen, Annabel. Ich freue mich auch sehr. Also es ist einfach, ich stelle dich einmal kurz vor, die Liste ist so wahnsinnig lang, dass ich also wahrscheinlich nicht alles schaffe, aber Annabel ist Unternehmerin und Mutter, Social Impact Gründerin, Forscherin, Autorin und Speakerin und sie ist vor allen Dingen auch Gründerin und Geschäftsführerin mehrerer Tech-Unternehmen und Initiativen, unter anderem der deutschen Initiative Gesunde Digitalisierung sowie Get Your Wings, deswegen hoffe ich auf die Flügel und sie vermittelt Zukunftskompetenzen in Unterrichtsreihen, hat digitales Arbeitsmaterial, eigene Computerlernspiele und E-Learning mit herausgegeben. Außerdem ist sie auch noch nachhaltig unterwegs. Sie ist nämlich Leiterin des Instituts für nachhaltiges Management und hält außerdem auch eine Professur für allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Und ist Autorin. Sie hat mehr als 50 Bücher geschrieben, zum Beispiel Gründen mit Erfolg, Digitalisierung als Chancengeber, nachhaltiges Management oder digitale Unternehmensführung, aber auch gesundes Frühstück oder hier, was heißt das, Kerntechniken mit viel Spaß, total fast, also herrliche Titel auch von den Covern her, total begeistert. Also ist sie noch ehrenamtlich bei Nifty, dann bei Stiftung Lesen, bei vielen Startup-Teams und Botschafterin von Make a Wish und ähnliches. Also die Liste ist wahnsinnig lang. Deswegen frage ich dich als erstes, Annabel, wie kriegst du dieses Engagement hin? Also was motiviert dich, dich immer wieder in dieser Bandbreite zu engagieren für diese ganzen Zukunftsthemen? Ja, in der Tat, das sind Zukunftsthemen und das motiviert mich auch dabei, weil ich es als Verantwortung empfinde, dass jeder von uns auch etwas tut, damit wir eben einfach eine lebenswerte Welt behalten. Es gibt einfach so viele Herausforderungen aktuell, wo jeder eben ein Stück weit mittun und mitwirken kann, dass wir auch morgen noch eine Welt haben, in der wir uns alle wohlfühlen. Und es gibt eben einfach immense Herausforderungen. Jeder von uns, finde ich, ist aufgerufen, da etwas zu tun. Die Engagements, die ich mache, sind gewachsen. Also ich habe zum Beispiel, wenn wir Stiftung Lesen nehmen, ich bin schon immer eine Leseratte gewesen, seit ich Kind bin und habe aus dem Lesen sehr viel für mich herausgenommen. Es hat mir sehr viel gegeben. Ich empfinde es heute auch noch als eine schöne Beschäftigung, Freizeitbeschäftigung, um einfach ein bisschen runterzukommen. Und ich bin ja auch schon früh in der Jury zur Auswahl des Jugendliteraturpreises gewesen, wo ich mich eben damit beschäftigt habe, was für Bücher sind pädagogisch wertvoll. Und dieses Thema begleitet mich. Genauso ist es mit anderen Themen. Ich habe eben als ein großes Thema so dieses Bildung, Weiterbildung. Ein anderes Thema, was sich durchzieht, ist Migration oder auch dieses Vielfalt stärken, Diversity stärken, jedem auch eine Chancengerechtigkeit ermöglichen und Chancengleichheit ermöglichen bei der Unterschiedlichkeit, die jeder von uns hat. Das ist mir ganz wichtig und das rührt wahrscheinlich auch ein bisschen daher, dass meine Mütter an dieser Seite sind geflüchtet, sind ja als Flüchtlinge hier nach Deutschland gekommen. Das prägt vielleicht einfach auch so ein bisschen, dass man einfach auch so vielleicht einfach ein bisschen so das Gefühl hat, mitfühlen zu können, wie es ist, wenn man anders ist. Und ich meine, jeder von uns ist anders und das ist einfach auch eine super Chance und diese Andersartigkeit von jedem ist eine Buntheit, die einfach beleben kann. So sollten wir das sehen. Und wir sehen ja auch aktuell wieder, wie wichtig diese Diskussion ist. Ja. Und dass einfach Andersartigkeit geschätzt wird und man nicht versucht, jeden gleich zu machen. Und auch die Diskussion Schwarz-Weiß allein schon ist eine, finde ich, die wir wieder sehr stark in Gruppen teilt.
Ich finde, diese Vielfalt, das ist das Thema, was wichtig für uns ist. Eine Welt in Vielfalt, wo wir eben dadurch uns einfach durch diese Buntheit uns gegenseitig stärken können. Und einfach ganz viel voneinander lernen und mitbekommen können. Ja, und das sozusagen jetzt auch wirklich gerade aktuell zum Anlass nehmen, noch mehr auch in uns selber zu gehen und auch wirklich sich zu engagieren. Ja. Also viele Menschen sind ja, sehen das zwar, aber würden dann sich nicht engagieren oder sagen, ich mal, nehmen vielleicht noch an einer Demonstration teil, aber nicht weiter, dass man auch die eigenen Verhaltensweisen hinterfragt, die ja meistens ja auch erlernt sind. Ne? Genau das, was du sagst, Maria. Es ist einfach, sich auf einer oder bei einer Demo dabei zu sein, und es ist auch wichtig, bei einer Demo auch dabei zu sein, um einfach auch zu sagen, hallo, hier stehe ich. Ich finde es gut, dass junge Menschen das auch machen. Ich finde aber auch, wo es dann drauf ankommt, das wirklich im eigenen Alltag was zu ändern. Und das sind nicht die großen, lauten Schritte, sondern das sind dann eben einfach die kontinuierlichen, beharrlichen Schritte, die man tut, um ja sein Verhalten zu ändern. Und das sind die ganz schwierigen. Weil das braucht eigentlich Zeit, das sind gelernte Dinge, die man drin hat, das sind Wortwendungen, die man verwendet, achtlos, wenn man über andere spricht, das ist auch ein Verhalten, Verhaltensweisen, wo man achtlos mit anderen vielleicht umgeht. Und da sich zu hinterfragen und da sich zu ändern und bei sich anzufangen, das finde ich ganz wichtig. Nicht als Alternative zum Demo, auch nicht als Ersatz dazu, aber als etwas, was total wichtig zusätzlich ist, um einfach auch nachhaltig Veränderung erwirken zu können. Ja, auf jeden Fall. Also es fängt immer logischerweise bei sich selbst an und die eigenen Schweinehund zu überwinden. Und auf der anderen Seite, meistens sieht man die Fehler bei anderen ja viel schneller als bei sich selber. Und das zu hinterfragen kostet ja auch oft Mut, ne, weil man sich selbst auch mal wieder richtig mit einem großen Fragezeichen versehen muss. Ne? Wie war das denn bei dir, also jetzt von der Entwicklung? Ich meine, du hast ja unheimlich viel schon gemacht, aber ist das immer so auf dich zugekommen, dass du dann meinetwegen sagst, gut, dann schreibe ich da mal ein Buch drüber oder gut, dann mache ich da mal ein Start-up? Oder, also hast ja so einen richtigen Unternehmergeist auf der einen Seite drin, aber irgendwie muss es ja auch so eine lineare Entwicklung gegeben haben, oder? Definitiv. Also es sind bestimmte Dinge, die mein Leben durchziehen, einfach weil sie mir am Herzen liegen und weil sie mir einfach wichtig sind, aber auch, weil ich es gut kann. Also ich sag mal fachlich, in meinen Positionen ist Business Development zum Beispiel immer ein Bereich gewesen, also der Aufbau von neuen Märkten, von neuen Bereichen, wo ich gut bin und wo ich einige Jahre Erfahrung eben drin habe. Und das, dann liegt es natürlich auch nah, dass man neue Dinge mit anschiebt, aufbaut, das ist alles Business Development, da kommt das ganz gut zusammen. Auf der anderen Seite bin ich ein Genussmensch, also ich liebe es, gute Dinge zu riechen, zu backen, zu kochen, in der Natur zu sein, schöne Blumen, Farben, ich mag auch total gern schönes Design und Architektur, also so wie Dinge miteinander zusammen harmonieren oder brechen, das macht mir total viel Freude. Und deswegen sind so kreative Dinge wie jetzt zum Beispiel ein Kochbuch etwas, das ist, ja, ich sag mal, einfach so entstanden, so aus dieser Liebe zu den Sachen heraus. Und weil ich auch da damals gemerkt habe, was ist es, was uns alle verbindet? Oder was ist es, was jeder tut, sagen wir so. Jeder isst, jeder muss essen, egal welche Kultur. Egal auch, wie es jemandem finanziell geht, essen muss jeder, um sich um einfach am Leben zu bleiben, sage ich mal, essen und trinken. Also habe ich überlegt, ist Essen eigentlich eine schöne Sache, die Menschen auch zusammenbringt und wo unglaublich viele Fähigkeiten gefördert werden. Die Kinder brauchen mehr denn je für heute und für morgen. Dazu gehört eben eine hohe Sozialkompetenz, die man entwickelt, wenn man sich aufteilen muss, wer schnibbelt und wer vorbereitet. Da kann nicht jeder die Möhren schnibbeln, das kann nur einer. Oder wenn es mehrere machen, dann kommen die sich auch schnell ins Gehege. Und genauso ist es auch mit Persönlichkeitskompetenz. Da muss man eben auch organisieren, Zeitmanagement und so. Also Kochen, finde ich, ist schon eine Sache, da lernt man ganz schön viel über sich, aber auch über Gemeinschaft. Und man lernt eben damit auch zusammen, wo man irgendwie steht. Was macht einem Spaß? Worin ist man gut? Und das war mir wichtig, damit eben anzufangen. Ganz spielerisch. Und zusätzlich auch Kindern, Jugendlichen Gefühl für den eigenen Körper wiederzugeben. Wir sind heute in einer Gesellschaft, in der durch die Technisierung
ja, der Körper häufig etwas ist, was so als Projektionsfläche häufig dient, leider. Und dann eben, ja, leicht die Kinder und Jugendliche eben für Dinge wie Cybermobbing zum Beispiel anfällig sind. Mhm. Weil dann doch eben die Postings, das Bikini-Foto zum Beispiel, einen ganz hohen Stellenwert haben und eine Kritik daran einfach sehr persönlich genommen wird. Und vielmehr halte ich es für wichtig, dass eben nicht nur die physische Gesundheit gefördert wird, also das mit Essen umgehen, wissen, was mir gut tut, sich Ruhe nehmen für Essen, Zutaten und so weiter, sondern mindestens genauso auch die mentale Gesundheit ein Thema ist. Ich merke, dass Kinder, Jugendliche heute häufig kein Empfinden für Stress haben. Die merken zwar dann, wenn sie irgendwie K.O. sind, die werden aggressiv, introvertiert, extrovertiert, je nachdem zeigt sich die Aggression eben nach innen gerichtet, auch gegen sie selber oder gegen andere. Ja. Aber dieses Empfinden dafür fehlt, weil sie eben einfach möglicherweise es auch gar nicht gelernt haben, was denn sozusagen normal ist. Mhm. Und so wichtiger ist es, dass Kinder, Jugendliche einfach auch wissen, wie sie sich mental stärken können. Und dass sie auch wissen, was sie tun können, wenn sie mental attackiert werden. Wie sie in die Resilienz gehen können, sie stärken können, wie sie salutogenetisch eben einfach gucken können, dass sie sich so aufstellen können, dass sie einfach auch da fit werden. Wir wissen heute, dass sehr viele Krankheiten auch psychosomatischen Ursprung haben. Und da will ich jetzt gar nicht irgendwie, also es ist jetzt keine Zauberei oder es ist jetzt auch keine Esoterik, sondern es ist wirklich ein Fakt. Wir Menschen bestehen ja eben aus Geist und Körper und die wirken einfach zusammen. Gute Gedanken tun dem Körper besser als schlechte Gedanken. Und es ist nachweislich, dass sich der Körper, weil wenn man positiv eingestellt ist, auch anders verhält von dem der Blutzirkulation und so weiter als sonst. Und das sind aber Dinge, die eben Kinder, Jugendliche heute häufig gar nicht so in den Blick nehmen. Und wenn die jungen Menschen heute mit Fußball oder anderen Sportarten gut sind, dann heißt es noch lange nicht, dass sie wissen, welchen Stellenwert gesunde Ernährung und mentale Gesundheit haben sollte. Das ist nochmal was ganz anderes. Das bedeutet nämlich nicht nur die Auseinandersetzung mit Leistung und damit, wie man den Körper zu Hochleistungen motiviert und bekommt, sondern es bedeutet eben, was wir gerade schon hatten, die Auseinandersetzung mit sich selber. Und die ist manchmal ganz schön schmerzhaft. Mhm. Ja. Ich folge dir sehr, weil ich ja auch sehr gerade auch mit Kindern und Jugendlichen in der Pubertät gearbeitet habe und dann eben auch ähnliche Erfahrungen machen durfte, wie du gerade sagtest, ne? Und wo man eben wirklich ganzheitlich ansetzen sollte. Und du machst ja auch viel jetzt in die Richtung, dass du gerade Kinder und Jugendliche auch zu Entrepreneurship hier in der Lifty-Engagement oder auch hier mit Starting Teens? Ja, genau. Mhm. Genau. Also dass du da die auch unterstützt. Und ich denke auch, das ist gerade die neue, also die junge Generation hat viele, ja in Anführungszeichen, Symptome, die wir jetzt vielleicht noch nicht kennen, aber einfach durch die Umgebung, in der sie ja vor allem in der digitalen Umgebung auch mehr mit dem Thema Stress und noch mehr Leistung aufgewachsen sind, als wir das vielleicht kann. Oder wir haben, ich weiß nicht, einen anderen Bodensatz mitbekommen. Ich kann das ganz genau gar nicht erklären. Mhm. Aber wie würdest du denn sagen, oder was sind so deine Hauptdinge, vor allen Dingen jetzt auch im Rahmen dieses gesunde Digitalisierung, was ich eben auch sehr unterstreichen will. Es geht ja eben darum, wie können wir mit unseren menschlichen Fähigkeiten, Körper, Seele, Geist, damit klar, dass jetzt eben ja Maschinen viel schneller bestimmte Dinge auch erfassen können, uns natürlich auch helfen, überhaupt keine Frage. Aber die Frage ist ja, wie wir mit unseren menschlichen Fähigkeiten damit umgehen, auch sondieren und sozusagen in dieser Welt, die ja die Zukunftswelt sein wird, auch zurechtfinden. Und da braucht man ja auch Lotsen dafür, ne? Ja, das ist richtig. Also ich möchte noch mal einen Schritt kurz zurückgehen. Also erstmal finde ich es total mutig von dir, dass du in der Mittelstufe unterrichtest, was du erzählt hast. Ja. Denn ich weiß, wie herausfordernd das ist. Und ich habe es nicht lange gemacht. Ich bin ja auch ausgebildete Lehrerin, Lehrkraft. Und die Male, wenn ich in Schulen, also die Zeit, die ich in Schulen gearbeitet habe, da weiß ich, glaube ich, ganz gut, was es bedeutet, wenn man eben mit pubertierenden Kids zu tun hat. Und das ist wirklich nicht einfach. Deswegen, ich glaube, es täte auch vielen gut, mal so eine Erfahrung zu machen und zu sehen, was denn da für Fragen sind, was da für Ängste auch sind und wie man damit umgehen kann. Denn, sag mal so,
Vom Reißblatt ist es ganz einfach, darüber zu reden. Aber wenn man dann so 30 Kids vor sich hat, mit einem heftigen Lernpegel, die alle gerade da diese Pubertät durchmachen, das ist echt, das ist, finde ich, echt herausfordernd. Deswegen auch Hut ab vor vielen Lehrern, die da wirklich einen Mordjob zu machen haben. Und deswegen bin ich auch bei Nifty, weil die nämlich genau an die Lehrer auch rangehen und den Lehrern helfen, dass die eben dieses Thema Gründen oder Gründermentalität, Gründergeist nach vorne bringen und sich da die Zeit nehmen oder auch eben gucken, dass sie Lehrer adäquate Materialien zur Verfügung stellen, die es für Lehrkräfte eben einfach machen, dass sie eben im überschaubaren Aufwand da diese Ideen, diese Konzepte in Schulen reinbringen können. Ja, ich denke, es ist einfach ein wichtiges, ganz, ganz wichtiges Thema. Ich glaube einfach, du sagst, diese Technisierung, Computer, Mensch, wie kann man da Mensch bleiben? Ich glaube, dass die Corona-Zeit uns nochmal einen neuen Blickwinkel gegeben hat. Ich sehe es an mir, ich sehe es an anderen. Sie ist eine herausfordernde Zeit und ich sage nicht gewesen, weil wir ja immer noch irgendwie in ihr sind. Also wir sind ja noch nicht da raus. Und vielleicht werden wir es auch nie ganz, weil immer ein Stück von dieser Erfahrung in uns auch bleiben wird. Und diese Erfahrung ist nicht nur negativ, finde ich. Sie ist extrem herausfordernd für viele gewesen und ich empfinde es auch für mich als extrem herausfordernd. Aber sie enthält eben auch zum Beispiel die Chancen oder auch, dass wir einfach nochmal wissen, was wir brauchen, was uns gut tut. Also dass zum Beispiel so eine Umarmung oder ein Klaps oder also ein Streicheln auf der Schulter oder dass jemand durchs Haar fährt oder mir einen Kuss auf die Wange gibt, dass das Dinge sind, die richtig, richtig gut tun können. Oder dass einfach auch nur virtuell zu sein, dieses Erlebnis möglicherweise nicht ganz ersetzen kann, dass man da steht auf der Straße und dann singt ein Tenor aus der ersten Etage auf dem Balkon und plötzlich kriegen die Leute Gänsehaut und da fangen einige an zu weinen, weil die so ergriffen sind, weil so eine Stimme live und ein Augenkontakt und ein Satz wie ich singe jetzt für euch einfach nochmal ganz anders rüberkommt, als wenn ich es per Video habe. Mir läuft jetzt schon gerade der Schauer über den Rücken, alleine bei der Vorstellung, weil wir arbeiten ja auch mit diesen Bildern im Gehirn und ich sehe es quasi vor mir. Ne? Es war und so, es ist total... Ja, und ich habe dann auch mehreren davon erzählt und dann haben die Reaktion war unterschiedlich. Einige haben gesagt, wie unverschämt, dass der da riskiert, dass diese Leute zusammenkommen und möglicherweise Corona sich weiter ausbreitet oder wie unachtsam. Andere haben gesagt, wie schön, da wäre ich auch gern dabei gewesen. Und es ist sehr achtsam von ihnen gemacht worden. Und die Leute waren auch sehr achtsam miteinander. Mit dem gebührenden Abstand kann man das auch, finde ich. Mhm. Ich fand das sehr berührend. Und es war für uns während dieser Corona-Zeit ein Ritual, abends um 19 Uhr draußen zu stehen, die anderen Menschen zu sehen, einfach ein Lächeln rüber zu schicken und einfach nur zu wissen, da sind ganz viele andere, denen geht's genauso wie dir. Die würden sich jetzt auch wünschen, dass sie sich in den Arm nehmen, dass man sich einfach mal wieder drückt, dass man sich einfach so einen Kuss auf die Wange gibt und sagt, hey, ich mag dich. Und ich meine, man hat das ja gemerkt, finde ich, auch diese Zoom-Meetings, die dann, wo man gedacht hat, ah ja, so wohnt er. Also da ist also ein Pokal vom Handball irgendwie im Hintergrund und beim anderen ist dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie das Bild von der Großmutter. Und das war irgendwie rührig, fand ich. Also das hat mir irgendwie gefallen, weil die Leute saßen auch nicht da irgendwie in Schlips und Kragen unbedingt, sondern es war so ein bisschen entspannter. Und ich hatte das Gefühl, da kommt mehr Personen rüber. Ja, und gleichzeitig fehlte aber was. Es fehlte eben dieses, was diesen direkten Augenkontakt macht, was dieses mal vor zurückbeugen, wo man wirklich merkt, da kommt näher. Und das sind so Dinge, die kann Technik eben natürlich simulieren. Und sicherlich, wenn wir weiterkommen, dann kann Technik das noch viel besser machen. Und wenn wir beispielsweise in die Erotikindustrie gehen in Asien, da gibt es, habe ich erfahren durch einen Studenten, der eine Seminararbeit darüber gemacht hat, extrem natürliche Puppen, die
die sich so anfühlen anscheinend und anfühlen sollen wie eine Frau und die dann auch auf die Themen abgestellt sind, die auch keine blöden Themen fragen, wie zum Beispiel, hast du nicht heute schon zu viel gegessen oder muss denn ein Bier noch sein oder musst du schon wieder vor dem Fernseher sitzen, sondern die nur schöne Sachen sagen. Aber die Frage ist, wollen wir das? Ne? Wollen wir es als Menschen? Wollen wir jede Woche auch das Gleiche essen? Wollen wir immer das gleiche Abo haben? Ist es nicht gerade auch die Unvollkommenheit, die uns so menschlich macht und die uns auch so gut tut? Und natürlich, auch das wird eine Maschine abbilden können. Aber ich glaube, Corona hat uns auch gezeigt, wofür Maschinen gut sind und wo die Technik einfach extrem hilfreich ist, aber wo einfach auch wir vielleicht das auch gar nicht wollen, dass Technik da mit reingeht. Und ich glaube, dass es mehr denn je wichtig ist, Kindern, Jugendlichen deutlich zu machen, wo Technik gut und wichtig ist oder hilfreich ist, um ihnen ein Gefühl dafür zu geben, zu vermitteln, ja, was Technik kann und wo es sinnvoll ist, auch in die Entwicklung zu gehen, sich reinzuknien, wo aber auf der anderen Seite Technik einfach etwas nicht ersetzen sollte. Wie zum Beispiel eben eine liebevolle Nachricht zum Beispiel. Oder auch wenn, ich sag mal, unangenehme Nachrichten überbracht werden, dass man das nicht meint, abschieben zu können auf ein technisches Gerät, sondern auch hier eben einen persönlichen Kontakt sucht. Und dass man sich nicht hinter der Technik versteckt in diesem Fall. Oder das ist ja eben häufig der Fall, sondern dass man diese Verhaltensweisen auch oder dieses Menschsein auch wieder lernen muss, also diese Umgehensweise, genau. Weil vieles wird ja auch, also ich glaube, Corona hat das einmal das Bedürfnis klar gemacht, dass wir Menschen sind mit Körper, Geist und Seele und eben vor allen Dingen auch mit einer Körperlichkeit, die also mit Hören, Sehen, Schmecken, Fühlen und so weiter einhergeht. Und auf der anderen Seite aber auch vielleicht bei vielen gezeigt, wo da Defizite sind, weil sie Dinge auch häufig abgeschoben haben. Also es geht ja viele, die dann einfach ans Handy gehen oder die dann auch einen Gesprächsfluss nicht umgehen, wenn es schwierige Themen sind und das dann über technische Flanke spielen oder so etwas. Also ich finde dieses Menschsein lernen und auch mit den Emotionen, die damit verbunden sind, wirklich auch besser umgehen zu können, dass man das sowohl als Erwachsener natürlich, aber eben auch als Kind wirklich nochmal klarer lernen darf als eine Verhaltensweise, die absolut wichtig ist. Ne? Das sehe ich ganz genauso. Mhm. Also die Technik hat uns ja viele Dinge beschert, die unsere Bequemlichkeit stärken. Mhm. Und Bequemlichkeit, wissen wir, ist jetzt nicht unbedingt geeignet, um Wachstum anzuregen, sondern Bequemlichkeit fördert eigentlich eher, dass man stehen bleibt, wo man ist, weil es ja so gemütlich ist, weil man sich ja nicht nach oben strecken muss. Und insofern ist die Technik einfach auch ein Herausforderer, den wir bezwingen können insofern, indem wir einfach auch gucken müssen, wo ist sie denn wirklich hilfreich, im Sinne von, dass sie uns bei Dingen, die nützlich sind, hilft, wie beispielsweise Verschüttete zu bergen mit Maschinen, die Menschen auffinden können, die oder Maschinen in verstrahlte Gebiete zu schicken, wo die bestimmte Arbeiten ausführen können oder auch gucken können, dass sie einen Reaktor zum Beispiel warten können oder gucken können, dass sie bestimmte Gegenden auskunden. Da ist sicherlich Technik großartig. Oder auch zum Beispiel minimalinvasive Operationstechniken, wo man eben mit Telemedizin einfach ganz tolle Fortschritte gemacht hat. Und auf der anderen Seite aber auch ist immer der Mensch, finde ich, wirklich etwas, was unersetzbar ist. Der Blick fürs große Ganze zum Beispiel. Eine Maschine kann eben genau punktuell auch da operieren, wo es gewünscht wird, aber sieht vielleicht nicht, dass der Mensch eben dass dieser Mensch woanders noch Problemstellen hat, dass er unglücklich ist, dass man ganz woanders noch ansetzen muss. Und dann denke ich immer, ist es wichtig, einfach den Menschen zu sagen, dass die Unvollkommenheit, dieses oder auch dieses Kreative oder dass verschiedene andere Dinge eben nicht nur menschlich sind, sondern kultiviert werden müssen, wenn wir unsere Menschlichkeit behalten wollen. Ja. Und dass sowas wie die 5 Sinne oder auch Werte etwas sind, was natürlich auch irgendwie eine Tradition hat, dies zu nutzen, aber mit Sinn dabei. Dass Werte nichts sind, was einfach nur traditionell ist und deswegen schlecht sein muss, sondern dass Werte etwas sind, was unser Zusammenleben regelt. Auf eine Art und Weise regelt, wie es einfach so ist, dass auch die Schwachen eine Möglichkeit haben,
dass sie gefördert werden. Ja. Und das haben wir bei den Maschinen nicht unbedingt. Ne? Also natürlich haben wir auch in der, wenn wir jetzt Paralympic zum Beispiel angucken, wir haben großartige Möglichkeiten, auch da zu helfen. Ja. Aber ich sag mal, wenn es darum geht, um an, aus, gut, schlecht und im Grunde so ganz einfach Dinge reduziert werden, dann verpassen wir ganz viel von der Vielfalt, dann verpassen wir ganz viel auch von den vielen Farben, die Menschsein in sich birgt und die auch eine Ausprägung da sind. Wir haben jetzt in der letzten Zeit auch immer wieder diese Debatte gehabt, eben um sexuelle Ausprägungen zum Beispiel auch. Ne? Auch da finde ich, ist eben diese Diskussion um Vielfalt eine, die geführt werden darf und auch offen geführt werden darf. Oder auch eben jetzt mit der schwarzen Diskriminierung, ne? Ganz wichtiges Thema wieder. Es darf nicht sein, dass es nur eben ja gut, schlecht, böse, gut gibt. Es muss wirklich so sein, dass Menschen gefördert werden, unterstützt werden, dass es Chancengleichheit gibt. Und ob da Technik alleine reicht, wage ich zu bezweifeln. Mhm. Ich finde auch immer ganz wichtig, die Frage zu stellen, warum? Also warum muss ich zum Beispiel, wenn ich Saft pressen möchte, einen vorgepressten Saft nehmen, den ich in eine Saftpresse reinhänge und drücke? Warum kann ich nicht einfach eine Frucht kaufen und presse die? Warum brauche ich diesen Grad an Bequemlichkeit? Weil es lustig ist, weil es Spaß macht, weil es irgendjemandem Geld bringt? Ich finde, es ist einfach auch immer ein ganz schönes Gefühl, Ursprünglichkeit mitzubekommen. Also wenn ich zum Beispiel, ich meine, ich wohne in der Stadt, aber ich genieße total, in der Natur zu sein. Und wenn ich es nicht tue oder wenn ich da zeitlang nicht bin, fehlt mir das unglaublich. Nicht nur wandern, sondern auch im Garten sein und da einfach so ganz einfache Dinge machen, wie was zu pflanzen oder die Tomaten zu ernten. Das ist einfach eine total schöne Tätigkeit, finde ich, die einfach einen immer wieder so in den Einklang bringt mit sich. Mhm. Ja, genau, also wirklich, also die Balance, ne? Und die Balance ganz genau. Zu finden für sich selbst, ne? Die Balance, die Unvollkommenheit zu akzeptieren und auch etwas Schönes zu sehen und auch nicht den Versuch zu machen, dass irgendwie alle gleich sind oder dass es die einen gibt, die besser sind und die anderen, die schlechter sind, sondern es gibt das, sondern jeder ist anders. Mhm. Ja. Und warum darf ich das fragen, warum heißt das Get Your Wings? Was war der Ursprung oder der Hintergrund, das als Namen zu nehmen für diese Initiative? Wir hatten angefangen mit Videos und diese Videos haben Jugendliche und junge Erwachsene gedreht, die häufig Probleme auch mit sich selber hatten. Nicht nur, aber auch die waren da drunter. Und wir haben gemerkt, dass diese Kinder und Jugendlichen, die sonst so sehr in sich selber sind und so hadern mit sich und so zu tun haben, dass es für die unglaublich befreiend war, diese Kamera in die Hand zu nehmen und den Fokus von sich auf jemand anderen zu lenken, sich mit dem anderen zu befassen, Fragen zu definieren, einzutauchen in die Welt des anderen und dann zu erfahren, ah, das sind ja auch Brüche. Und er hat es trotzdem geschafft. Ah, der hat irgendwie alles verloren und ist dann wieder aufgestanden. Ah, die war schwer krank und dann hat die aber wieder neu angefangen. Und diese Geschichten von dem Fallen und wieder aufstehen, von dem nach unten geworfen sein und wieder nach oben gucken können, die haben wir gemerkt, haben den Kids total viel Kraft gegeben. Und wir haben dann uns mal mit denen unterhalten, mit Studierenden haben gesagt, wie ist das eigentlich, was ist das für euch? Und haben gesagt, das ist halt so ein bisschen wie Flügel kriegen. Man hat so das Gefühl, hey, das kann ich ja auch. Es ist ja für mich irgendwie noch, die Welt steht mir offen. Ich kann eigentlich ganz viel umsetzen. Ich bin nicht so limitiert, wie ich immer denke. Und dann haben wir gesagt, get your wings, du bekommst deine Flügel. Und wir helfen dir dabei. Und diese Videos standen recht am Anfang und wir haben dann relativ zeitig eben auch das Kochen dabei gehabt mit geflüchteten Minderjährigen. Mhm. Und beim Kochen haben wir dann Inhalte vermittelt, wie ich stark werden kann in mir selber, indem ich eben gute Dinge esse, zubereite, aber indem ich mich auch mental stark mache und indem ich dann mit dem Paket, was ich dabei habe,
auch gucken kann, dass ich die Zukunft verändere, im Kleinen oder im Großen. Und wir haben dann Projekte gemacht, die ganz klein angefangen haben. Weil ich finde, wenn man zu groß anfängt, dann ist auch manchmal die Frustration da, dann ist die Lust vorbei, so dieses, ich kann es ja doch nicht, ich krieg's ja doch nicht hin. Aber diese kleinen Schritte, wie zum Beispiel, ich mache jetzt mal Plastikfasten 2 Wochen in meiner Familie. Oder ich gucke, dass ich an meiner Schule es schaffe, dass wir einen Baum pflanzen. Und solche Dinge. Das hat total viel bei den Kids bewirkt. So dieses, hey, ich kann ja doch was bewegen. Und das war mir total wichtig, dass man sich bei all dem, was um uns herum passiert, was ich teilweise ja auch wirklich nicht ändern kann, dass ich bei all dem einfach das Gefühl behalte, dass ich was ändern kann, wenn ich im Kleinen anfange. Und dass es dann auch größere Kreise ziehen kann. Weil teilweise war es dann eben so, jemand hat in der Familie dann das gemacht, hat vom Plastikfasten erzählt und dann haben andere gesagt, Mensch, das ist ja toll. So macht ihr das? Das ist ja cool. Das mache ich auch. Und dann war es das ganze Haus, bis auf einen Mieter, die Plastikfasten gemacht haben. Und die haben dann nachher gesagt, so viel haben wir gespart und haben sich da so einen richtigen Wettbewerb draus gemacht und haben das dann nochmal verlängert. Und haben dann gesagt, wir machen es jeden Monat, eine Woche Plastikfasten. Und solche Sachen, das finde ich schön, wenn also so Ideen wirklich Beine bekommen und Realität werden. Das macht Spaß. Und zurück zu deiner Frage auch am Anfang, warum machst du das? Ich meine, ich habe irgendwie das Gefühl, dass jeder von uns einfach wirklich auch aufgerufen ist, was zu machen. Im Kleinen reicht das häufig schon, wenn wir was machen, umdenken, umhandeln. Einfach gucken, dass wir ein kleines Stück auch dazu tun, dass wir eine lebenswerte Welt haben. Und wo so viele Dinge um uns herum passieren, die einfach nicht gut sind. Wo so viel Missgunst und Hass und Neid und Kriminalität und um uns herum ist, finde ich, ist es ganz wichtig, einfach ein Stück weit, ja, einfach positive Kraft auszusenden und positive Power auszusenden, die einfach, und zeigt, dass damit geht's der Welt, geht's uns allen sehr viel besser als mit diesen negativen Gefühlen. Denn damit treffen wir nicht nur andere, sondern letztendlich treffen wir uns selber damit, wenn wir das machen. Es hilft eigentlich keinem. Eine Befriedigung, die aus Neid und Missgunst, Hass und Habgier entstehen kann, ist aus meiner Sicht nur eine kurzfristige Orkanur sein. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Und ich hoffe, dass einfach immer mehr auch das so sehen, dass Corona dafür eine große Chance gewesen ist. Dass man einfach aufeinander achtet, dass man eben den Mundschutz trägt, wo man ganz genau weiß, hey, mir hilft das gerade nicht groß, aber den anderen, denen hilft das, wenn ich den Mundschutz trage. Weil dann einfach eben, wenn ich infiziert war oder wenn ich infiziert bin, der andere das nicht bekommen kann. Ich glaube, dass, wenn das so verstanden wird von vielen, ist das, glaube ich, auch nochmal etwas, was, glaube ich, auch nochmal viel auslösen kann. Also sozusagen eben nicht nur, klar, auch erstmal auf sich selber achten, in sich selbst gehen, das ist natürlich immer der erste Schritt, aber ja, dass man eben wirklich auch auf die anderen achtet und wirklich auch was bewirken will und sein Verhalten in dem Sinne dann auch ja achtsam nach außen und eben auch ja im Feedback mit den anderen dann arrangiert, ne? Auf jeden Fall. Also ich hoffe auch sehr, dass Corona, also diese sozusagen Auswirkung von Corona dann auch entsprechend wirklich weitergeht. Ne? Ja, und ich meine, ich sag mal, man darf es jetzt auch nicht bagatellisieren. Ne? Also Corona ist jetzt ja sicherlich, bringt viele Menschen eben oder hat viele Menschen schon an die Grenze ihrer Existenz und an den Ruin gebracht. Und auch bei uns, jetzt mit Get Your Wings, hat es uns ziemlich einmal durcheinander geschaukelt. Das ist jetzt nichts, was man irgendwie beschönigen kann, finde ich, und auch nicht beschönigen sollte. Und wenn ich Leute höre, die irgendwie sagen, hey, Corona, und ne, ich finde, man darf jetzt nicht das irgendwie so beschönigen oder naiv irgendwie sein. Es ist echt heftig. Und zwar angefangen vom Mundschutz, das ist heftig, wenn ich mir jemanden vorstelle, der Atemprobleme hat, einkaufen möchte und dann diese Maske trägt. Ne, das ist alles nicht so ganz ohne. Und ich habe es jetzt auch gemerkt, also wenn ich da jetzt mit dem kaputten Fuß dann und Krücken und Mundschutz und so, das ist schon herausfordernd. Und ich möchte das noch nicht mal, ich möchte es auch nicht bagatellisieren, ne? Also ich sag mal, andere, die ihre Existenz jetzt verloren haben,
da kann man jetzt nicht sagen, hey, ist doch cool, ne? Mit Corona hat jetzt so viel hier bewirkt, dass da ist noch ganz viel nötig. Und ich glaube, dass wir da auch einfach noch ganz viel umdenken müssen. Ja, und um und wirklich neu denken, ne? Und eben wirklich auch die sozusagen mitnehmen, die eben wirklich jetzt besonders hart getroffen sind. Ne? Ja, ganz da genau. Auch wirklich denen wieder auf die Beine zu helfen. Ne? Mhm. Also das ist auf jeden Fall auch mit gemeint, ne? Dass dieses Gemeinschaftsgefühl, Verantwortungsgefühl, erstmal die Selbstverantwortung natürlich, dass jeder nicht aufgibt, sondern weiterdenkt, in welcher Kreativität auch immer, und dass aber andere eben auch da stützen und wieder aufhelfen. Ne? Das ist ja auch mit zurzeit zumindest im Ansatz da. Ne? Mhm. Also die Frage ist eben, was dann auch wirklich für die Zukunft dann verändert werden kann. Also es ist schon eine harte Schleiflehre, sage ich jetzt mal, gewesen. Ne? Oder immer noch. Ne? Es ist, wir wissen ja noch nicht, wie es weitergeht. Mhm. Aber was ich dich noch fragen wollte, da hast du eben auch gesagt, da, als du es beschrieben hast mit den Videos und dass sie sozusagen Beispiele bekommen haben, wie andere da mit umgegangen sind und dass andere es auch geschafft haben, sage ich jetzt mal. Also würdest du dich als Role Model in dem Sinne auch verstehen? Oder ich meine, du hast ja wirklich unheimlich viel auf die Beine gestellt. Also viele Unternehmen, hast viele Bücher geschrieben, alles, was manche eben auch für sich vielleicht denken würden, was sie erreichen wollten. Mhm. Würdest du es so sehen oder bist du so oder fühlst du dich auch so oder wie? Fühle ich mich auch so. Also ich höre das ab und zu, das kommen auch Studentinnen zu mir, die dann sich bedanken und sagen, du hast mir oder sie haben mir da einfach gut durch die Zeit geholfen, waren für mich da und haben mir auch das Gefühl gegeben, dass ich so ich sein darf, dass ich meinen Weg gehen darf. Also ich finde es gut, wenn ich Role Model bin für andere, dass sie sehen, dass sie ihren Weg gehen können und dass ein Weg auch Höhen und Tiefen immer hat. Und dass ich nur dann eben einfach auch gestärkt aus einer Sache rausgehen kann, wenn ich einfach auch mal Herausforderungen hatte. Es braucht die Herausforderung, um auch eben einmal Dinge schätzen zu können und auch um einfach gestärkter daraus hervorzugehen. Wenn man sich nie irgendwie beweisen musste, dann weiß man nicht, wie das ist. Ne? Auch wenn man eigentlich nicht, auch wenn man gerne das Schmerzhafte vergessen oder nicht erleben würde. Also ich bin gerne Role Model in dem Sinne. Allerdings finde ich eben auch, also finde ich es wichtig, wenn jeder auch seinen eigenen Weg sucht. Also Role Model im Sinne von, ja, ich kann und ja, ich traue mich und ja, ich muss mich nicht an irgendwelche Dinge halten oder mich klein machen lassen von anderen, die mir Dinge nicht gönnen oder die, ja, die aus irgendeinem Grund einfach da eben mit Neid irgendwie drauf gucken oder so. Das finde ich gut und wichtig. Dieses, hey, ich traue mich und ich sehe, es geht. Und ich will gar nicht sagen, dass ich nicht selber auch Role Models brauche. Ich brauche sie auch und habe sie auch. Und das ist auch für mich wichtig. Und ich glaube auch nicht, dass ich sozusagen am Ende bin. Also ich glaube, da ist noch ganz viel, was passiert, ganz viel Entwicklung, was bei mir passiert. Und wenn man Role Model auch als solches sowas begreift, dass man da auch sieht, dass man selbst auch sich immer weiterentwickeln darf, dann finde ich das gut. Ich habe nämlich zum Beispiel auch eine Studentin gehabt, die kam dann irgendwie, wie alt war die? Ich glaube 24. Und dann hat sie gesagt, ich muss jetzt ganz, ganz schnell mein Studium fertig machen. Da habe ich gesagt, warum? Sie sind doch noch so jung. Als sie sagt, nein, ich bin schon so alt. Gucken Sie sich doch mal, wie alt die anderen sind. Die sind viel, viel jünger. Ich sage, ja und? Können Sie sich jetzt jünger machen? Nee. Ich sage, gut. Also Sie sind jetzt 24. Und was für einen Grund gibt es da jetzt durchzujagen? Ja, ich muss ganz schnell fertig werden. Ich sage, meinen Sie, dass das halbe Jahr, dass Sie vielleicht schneller fertig werden, Ihnen hilft? Oder meinen Sie nicht, es ist besser, wenn Sie sich einfach jetzt nicht noch mehr unter Druck setzen, als eh schon kommen wird mit den Klausuren, mit den Hausarbeiten und einfach jetzt erstmal hier loslegen und das so gut machen, wie Sie können und nicht noch zusätzlichen Stress auffahren. Weil das, was zu Ihnen passt, das werden Sie auch dann erreichen, wenn Sie jetzt hier einfach Stück für Stück Ihren Weg zielstrebig vorangehen, aber nicht überstürzen, nicht
nicht sich selbst noch mehr Stress machen, als eh vielleicht kommen wird. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist einfach wichtig. Ja, ich glaube, das auch wirklich Schritt für Schritt zu gehen. What's the next white move, hat, glaube ich, Oprah mal gesagt. Also einfach auch um, weil Hass und Hetze ist meistens auch ein Symptom von Angst. Ja. Wenn man irgendwie so ein Getriebener wird, ne? Und dann muss man sich wirklich fragen, warum eigentlich? Was steckt denn da genau hinter? Also sich da selber so ein bisschen auf die Spur kommen, ne? Also klar kann man bestimmte Ziele haben, die man in bestimmten Zeitrahmen auch erreichen möchte, aber wenn es anfängt so zu hetzen, weil eben der so da oder diese Vergleiche dann auch gezogen werden, das ist meistens ein Indikator, dass irgendwas da noch anzuschauen gilt. Das ist jedenfalls meine Erfahrung in der Richtung, ne? Aber ich weiß es ja bei mir selber, ich bin auch so eine. Es passt ja in den Vorstellungsgesprächen. Was ist Ihr Fehler? Ja, ich bin so ungeduldig. Das ist ja sozusagen schon fast gesellschaftsfähig. Aber auf der anderen Seite muss man sich wirklich genau überlegen, was ist denn wirklich dann der nächste Schritt? Ne? Und dann ja, aber ich denke auch, das ist eine Sache, die zum Beispiel für das Thema Bildung und Erziehung oder auch Kindheit und Jugend auch ganz groß gilt, ne? Wenn wir meinen, dass die Kinder oder Jugendlichen irgendwie da eine unbeschwerte Kindheit oder Jugend haben, ganz viele haben das eben nicht. Und da rede ich eben nicht nur von den Kindern aus sozial schwierigen Verhältnissen, sondern ich rede auch von den Kindern, die irgendwie 7 Tage in der Woche komplett durchgeplant sind mit irgendwelchen Aktivitäten, die sie machen müssen. Und damit meine ich auch nicht, dass es nicht gut ist, Kinder zu fördern. Aber ich meine, diesen Freiraum zu haben, dass man mal toben kann, dass man mal laufen, rufen kann, dass man auch mal Dinge macht, die nicht nutzenorientiert gleich irgendwie sind, sondern die einfach auch mal einfach so sind. Das können wir bei den ganz kleinen Kindern lernen und bei den Älteren häufig leider schon häufig nicht mehr. Und das würde einfach auch vielen Erwachsenen gut tun, mal dieses Ziel, also ohne Ziel, mal ohne nutzenorientiert mal wieder zu spielen und sich ein bisschen Zeit für sich selber rauszuholen. Und nicht aus dem Grund, weil man es ja so gut hat, sondern gerade um einfach innezuhalten, ein bisschen Zeit für sich zu nehmen, zu gucken, wo stehe ich denn eigentlich, Kraft zu schöpfen und dann wieder loszulegen. Wir sind häufig wie so ein Perpetuum mobile unterwegs, Hamsterrad hat man sonst auch gesagt. Und Corona hat uns da ja einmal so ins Hamsterrand ein Holzscheit reingeworfen, vielleicht kann man das so sagen, und erstmal so ein bisschen behindert. Und ich habe auch viele schon gehört, die sagen, naja, ich mache jetzt alles anders, ich starte jetzt mal komplett neu. Klar, meistens eben aus einer daraus, dass man sagt, ich muss, aber es ist ganz viel Chance auch da drin. Ja. Wie das Sprichwort auch schon sagt, oder dieses Zeichen, das chinesische Zeichen, Krise und Chance. Ja, nee, auf jeden Fall, ja. Was würdest du denn sagen, wenn man so jetzt die nächste, wir haben jetzt gerade mal ein neues Jahrzehnt begonnen, am Anfang habe ich ja gesagt, also sehr optimistisch, die goldenen 20er, und jetzt wird man, ja, glaube ich, keiner das mehr sagen, nach den ersten paar Monaten, die wir da erleben durften. Aber wie würdest du denn sagen, wo stehen wir denn 2030, wenn also diese so 10-Jahres-Vision, weil mit Digitalisierung, mit allen New Work-Geschichten, also ja, was denkst du, wie da die Vision wäre, beziehungsweise was wir da auch tun sollten in die Richtung? Gesunde Digitalisierung würde ich mir wünschen. Ja. Also ich würde mir wünschen, wenn die Digitalisierung da, also im Bereich New Work, im Bereich Gesundheit, da voranschreitet, wo sie einfach wirklich richtig, richtig hilfreich ist und Nutzen bringt. Wenn sie zum Beispiel auch gerade auch in der Landwirtschaft zum Beispiel Nutzen bringt, indem beispielsweise mit Düngemitteln nicht so großzügig, sage ich jetzt mal, aber ich meine es negativ, umgegangen wird, sondern zum Beispiel auch sehr punktuell umgegangen wird, auch zum Beispiel Schädlingsbekämpfungsmittel ganz punktuell nur da eingesetzt werden, wo sie zum Beispiel nötig sind. All dies sind Dinge, die Digitalisierung uns sicherlich, wo Digitalisierung uns helfen kann. Ich halte aber ganz viel auch davon, wenn in 2030, das wünsche ich mir, einfach unsere Welt eine sehr menschliche auch bleibt, im Sinne von, dass wir die Werte leben, die uns gut tun, von Respekt,
Achtsamkeit, dem, ja, dass man dem anderen einfach seinen Raum gibt und ihn so behandelt, wie man selbst gern behandelt werden möchte. Und auch die Natur so behandelt, wie man sie auch gerne für sich hätte. Dass man nicht meint, man hat irgendwo noch eine zweite Welt rumliegen, die man dann aus der Tasche ziehen kann. Sondern, dass wir einfach sehr ressourcenschonend, sehr nachhaltig mit dieser einen hier umgehen. Das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir sehr. Dass wir auch so arbeiten, leben, denken und handeln, dass wir auch für die nächsten Generationen auch eine Welt da haben, die für sie auch noch eben grüne Wälder und Artenreichtum, Artenvielfalt bereithalten. Und wir wissen, es ist vielleicht schon 11:55. Wir wissen, dass wir jetzt im Grunde schon von den Ressourcen leben. Wir haben ganz viele Herausforderungen anzugehen. Und ich glaube, es gibt viele, die wissen das. Mhm. Aber ich glaube, es kann nicht genug geben von den Menschen, die aktiv mithelfen, dass wir das auch angehen. Also da kann ich dir nur zustimmen. Also viele wissen es, aber es wird eben noch nicht in Handeln umgesetzt. Ne? Also ja. Es ist auch noch nicht so schick, das zu tun, weil es irgendwas so asketisches Verzicht und so, solche Dinge mit beinhaltet. Ich glaube, es ist auch vor allem die Tatsache, wenn ich etwas habe, was vor meiner Haustür passiert. Also ich sage jetzt mal, da ist ein Flüchtlingscamp, das vor meiner Haustür aufgeschlagen wird. Dann werde ich sicherlich auch das werde ich das sehen und dann werde ich mir auch Gedanken drüber machen. Wenn die Dinge aber weit genug weg sind, dass ich mich nicht damit beschäftigen muss oder ne, für den Menschen weit genug weg sind, dass er sich nicht damit beschäftigen muss, dann ist auch der Mensch da eben häufig ein bequemlicher, der sagt, naja, ist ja nochmal gut gegangen, 1000 Kilometer weg, wird wohl nicht hierher kommen. Und Dinge, die ich nicht anfassen kann oder die ich nicht direkt sehen kann, sind ja auch schwierig. Wenn ich irgendwelche Szenarien male, wie es aussieht in 40 Jahren, dann wird es immer die geben, die sagen, ja. Das machst du jetzt, weil. Mhm. Der Mensch ist halt eben auch ein Wesen, das sich arrangieren kann. Und zum Glück nicht jeder. Zum Glück gibt es ganz schön viele, die eben einfach auch sehen, was getan werden muss. Zum Glück gibt es da auch eben Initiativen, die schon lange gibt, die eine Relevanz haben, die auch was bewegen. Immer noch zu wenig, aber es gibt sie. Mhm. Ja, und ich wünsche mir, dass es davon noch viel mehr gibt. Und ich finde auch diese Fridays for Future-Bewegung, ich finde sie klasse. Natürlich ist es so, mit dem Schule-Schwänzen ab Freitag ist nicht toll. Und ich glaube auch, dass es sicherlich auch einige gibt, die da mitlaufen, damit sie nicht zur Schule gehen müssen. Muss man sich nichts vormachen. Sicherlich gibt es auch die. Aber es gibt darunter so viele tolle junge Menschen, die einfach verstanden haben, dass es gut ist, wenn man den Mund aufmacht. Auch wenn sie nicht alles verstanden haben, worum, was, ne, was da wirklich passiert genau. Aber sie machen sich Gedanken darüber, sie beschäftigen sich damit. Das ist doch das, was wir auch eigentlich immer wollten. Das ist doch das, wo wir immer gesagt haben, die Jugend, die macht da nichts, die ist ja lahm. Jetzt ist sie da. Und ich finde, das ist eine tolle Bewegung und die muss unterstützt werden. Man kann sie auch unterstützen, indem man eben sagt, hört her, kommt doch mal hier, trefft die Wissenschaftler, die euch erzählen, wie das denn genau funktioniert. Ja, also dass sie an diesem Friday auch was lernen. Also es gibt ja auch diese Bewegung jetzt, dass man einen Tag die Schule quasi ausfallen lässt, wo man dann andere lebensnotwendige Dinge dann lernt. Also wirklich nicht nur für die Schule lernt, sondern wirklich fürs Leben. Ne? Wenn jetzt einige Zuhörerinnen oder Zuhörer sagen, okay, ich will was tun, ich will aktiv auch vielleicht bei einem deiner Initiativen oder Startups oder mithelfen, was würdest du denen sagen, wie können sie das tun? Also erstmal würde ich mich total freuen. Und ich sage einfach, wo jemand eben mitmachen kann oder auch uns nutzen kann. Also wir haben bei Get Your Wings zum Beispiel jetzt angesichts von Corona alle Arbeitsmaterialien, Präsentationen und Computerlernspiele kostenfrei im Downloadbereich. Das heißt nicht nur Lehrer, sondern jeder kann sich diese runterladen, angucken, mit denen arbeiten. Wer Lust hat, noch mehr zu machen, kann zum Beispiel gerne eben als Lehrkraft an uns herantreten und wir führen dann Workshops an Schulen durch. Diese Workshops sind in den regulären Unterricht mit eingliederbar, weil wir die Kompetenzen so abdecken oder die Dinge so abdecken, dass sie eben einfach wunderbar reinpassen.
Wir haben zusätzlich auch die Möglichkeit, dass wir AGs geben oder auch zum Beispiel Gesundheits-Digitalisierungstage, also komplette Tage auch organisieren, wo eine ganze Schule zum Beispiel dran teilnehmen kann. Wir machen Aktionen auf Messen wie Kinderbuchmessen, wie der Buch Berlin, Leipziger Buchmesse. Wir sind auch zum Beispiel bei der Sendung mit der Türen auf Sendung mit der Maus mit dabei, wo man dann auch gucken und bei uns teilnehmen kann. Und wir sind auch immer offen, wenn jemand mitmachen möchte, kann er sich auch bei uns melden. Wir brauchen wirklich jegliche helfende Hand und freuen uns über Unterstützung, jegliche Unterstützung. Wir haben jetzt gerade eine Kampagne, die heißt Kick and Cook, wo wir oder wo Kinder, vor allem eben Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Gegenden mit Köchen, Restaurantchefs oder einem Köchen in den Restaurants kochen. Das können natürlich immer nur wenige sein aufgrund von Corona. Aber damit es die anderen auch mitbekommen, wird es gefilmt. Und es gibt dann diese Rezepte zum Nachkochen. Und die Rezepte sind extra so gemacht, dass sie einfach sind, gesund und lecker sind und auch wirklich Spaß machen, dass Jugendliche die gerne nachkochen. Die Rezepte sind überdies auch so gemacht, dass sie günstig sind, weil wir haben auch darauf geachtet. Wir hatten anfangs so gedacht, ja, wir machen mal irgendwie schöne Sachen. Und dann kamen wir ganz schnell auch an den Punkt, wo wir gesagt haben, das sind ja teilweise hohe Kosten, da muss man auch aufpassen. Und wir haben eben darauf geachtet oder achten eben darauf, dass all die Rezepte, die gekocht werden, auch Dinge sind, die nicht nur gesund, lecker und einfach sind, sondern auch günstig sind. Und wer Lust hat, als Restaurantchef dabei zu sein oder als Koch, wer auch Jugendkinder, Jugendliche weiß, die sportbegeistert sind oder nicht, aber einfach Lust haben, auch damit zu machen, ist gerne aufgerufen, sich bei uns zu melden. Und darüber hinaus, bei Guiding for Future, wer Lust hat oder wer als Coach im Bereich E-Learning Lust hat, Kompetenzen mit zu unterstützen in der Entwicklung, die mit gesunder Digitalisierung zu tun haben, von Achtsamkeit über Rückenschulung bis hin zu gesunder Umgang mit den Mitarbeitern, auch der, die kann sich sehr gerne bei uns melden. Darüber würde ich und mein Team würden uns sehr darüber freuen. Wow, das sind ja schon wirklich eine Riesenbreite an Möglichkeiten. Ganz herzlichen Dank. Super, ich stelle die Links auch unten in die Shownotes. Ja, sehr dann gerne. Die sich entsprechend vernetzen. Mhm. Nee, also mit Sicherheit, also da ist ja so eine Bandbreite dabei, sowohl altersmäßig als auch von den Fähigkeiten, Fertigkeiten. Macht bestimmt Spaß. Ich gucke mir auf jeden Fall auch die Rezepte an. Ja. Schön. Hast du noch ein Abschluss-Message an die Zuhörer und Zuhörer? Also eine, sag ich mal, was du empfehlen kannst, einen Tipp oder irgendetwas, um sozusagen diese Power fürs Engagement hochzuhalten? Ich glaube, dass zwei Dinge oder drei Dinge wichtig sind. Also einmal ist es wichtig, sich nicht zu viel vorzunehmen. Weil wenn man sich zu viel vornimmt, dann wird es meistens gar nichts davon. Und dann frustriert man sich selbst eigentlich nur mit damit. Dann ist es wichtig, kontinuierlich an Dingen daran zu bleiben. Also schnelle Strohfeuer oder ich mach mal schnell oder so und dann bleibt man nicht dabei. Davon halte ich nichts. Wenn man eine Sache anfängt, finde ich, sollte man auch dabei bleiben. Konsequenz, Durchhaltevermögen ist ein ganz wichtiger Punkt und das darf nicht unterschätzt werden, weil der innere Schweinehund, der gibt manchmal gerne auf. Mhm. Und das Dritte ist einfach eine positive Grundeinstellung. Egal, was das Leben uns bringt. Weil egal, was das Leben uns bringt, das Leben ist ein Geschenk. Und wir können gucken, dass wir das Beste draus machen. Und es ist nicht immer einfach und es spielt uns sicherlich auch nicht immer gut mit. Und es gibt auch Situationen, wo wir mehr oder weniger dazu beitragen können, dass es uns gut oder schlecht mitspielt. Aber wir haben immer in der Hand, wenn wir aufstehen, dem neuen Tag eine Chance zu geben, wieder ein Guter zu werden. Wir haben auch immer die Chance, dass wir uns mit Leuten umgeben, die es gut mit uns meinen oder die einfach ein Lächeln für uns haben, die uns verstehen und die Lust haben, dass sie sich mit uns um positive Dinge kümmern und wo man sich gegenseitig einfach auch dann gut tut und unterstützt. Und die gilt es zu entdecken, die gilt es, um sich herum zu haben. Also wirklich sich gegenseitig unterstützen und sich das Umfeld suchen und dann wirklich positiv voranzuschreiten. Ja. Annabelle, ich danke dir sehr herzlich für dieses tolle Gespräch und wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin und vor allen Dingen auch Gesundheit für deinen Fuß. Wir sitzen hier gerade, die hat leider
eine dicke Schiene am Fuß. Aber ich hoffe mal, dass es bald dann ja wieder, auch wieder normal ist, dass du wieder entsprechend weiter voranschreiten kannst mit beiden Füßen. Ganz genau. Ja, die ist nicht ganz so temperaturfreundlich gerade, weil das schon relativ heiß da drin ist. Aber sie bremst mich eben auch ein bisschen aus. Und du hast ja auch gesagt, du machst so viel, ja. Also diese Schiene kann auch mal ein ganz gutes Symbol jetzt gerade sein, dass ich noch ein bisschen besser auf mich nochmal wieder gucken darf und ein bisschen mehr an mich selbst denken darf. Dafür ist die Schiene, glaube ich, ein ganz gutes Symbol. Auch wenn ich meine, ich hätte es nicht gebraucht. Aber vielleicht braucht es doch diese Schiene, die mir sagt, du tust immer so viel für andere. Jetzt guck mal an, guck mal, achte mal auf dich. Jetzt bist du mal dran. Mhm. Ja, oft kriegt man, also ich hatte auch sowas schon mal so einen Fuß. Das ist noch bei mir 2 Jahre her, also auch noch nicht so lange. Ja. Also insofern kann ich das sehr gut verstehen. Manchmal sagt der Körper, deswegen, wir sind ja eben ein sehr körperliches, manchmal sagt der Körper einem sehr klar, was man vielleicht übersehen hat. Ne? Ja, ganz genau. Und ich habe immer gedacht, ich hätte es eigentlich schon begriffen. Mhm. Aber ich glaube, auch das ist so ein Punkt. Man sollte, glaube ich, nie an den Punkt kommen, wo man denkt, ich weiß es jetzt alles und das ist, ich habe komplett ausgelernt. Sondern es sind immer wieder Überraschungen, die unser Leben ereilen. Manchmal schöne, manchmal weniger schöne. Aber man kann aus all ihnen lernen. Auch wenn das manchmal, ja, wenn es manchmal bitter für eine Zeit lang ist. Wie das Gleiche ist mit der Zitrone, ne? Ja, genau. Also kannst du ja nochmal zum Abschluss sagen, was für Leute, die es nicht kennen. Ja, die Zitrone ist ja eigentlich erstmal eine bittere Frucht. Man beißt rein und es zieht einen die Zähne zusammen. Aber man kann ganz tollen, leckeren Zitronensaft draus machen und man kann die Zitrone auch für viele andere Leckereien verwenden. Die kann auch die Würze bei bestimmten anderen Dingen durchaus sein. Ne? Genau. Ja. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Annabelle. Alles Gute und auf bald. Also es ruft ja quasi nach einem zweiten Podcast, weil wir haben ja längst nicht alle Themen abdecken können. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst bei meinem Podcast Magic Brain Kicks, den Podcast für dein Gehirn und für Ideen zum neuen Zusammenleben, neuen Vernetzen in dieser besonderen, herausfordernden Zeit. Ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, teilst, ein Like hinterlässt oder einen Kommentar. Auf meiner Website kannst du dich auch in die Podcast-E-Mail-Liste eintragen, dann verpasst du keine Informationen mehr. Auf meiner Website www.drmariahofacker.com findest du auch weitere Informationen zu meinen Trainings- und Mentoring-Programmen und du kannst dir einen ersten kostenfreien Termin buchen, um mich näher kennenzulernen und damit wir deine besondere Situation einmal durchleuchten können. Außerdem biete ich einen Online-Kurs Brain Kickstarter an, der dir in 3